Einen wunderschönen guten Tag. Auch heute schauen wir mal wieder in die Botschaft des Tages hinein und die beginnt wunderschön mit dem Thema Annehmen. Ich nehme die Geschenke des Lebens an und gebe die großzügige Fülle weiter. Wo dürfen wir denn das Geschenk des Annehmens speziell einhalten? Wir hatten gestern das Thema des inneren Kindes. Man sieht auch, dass es sehr, sehr gut verarbeitet worden ist. Wir gehen hier in die Fülle hinein. Wir gehen hier zum einen in die Fülle deiner Weiblichkeit. Wir gehen aber auch zum anderen in deinen Herzensweg deiner Berufung. Das ist schon mal schön. Was aber natürlich prägnant raussticht, wenn man das sieht, ist die Liebe, die sich heute auf den Weg macht zu dir. Wir haben hier die Botschaft der Liebe, auf die du schon lange gewartet hast. Wahrscheinlich, weil das innere Kind Prinzip dich ein wenig aufgehalten hatte und auf dem Umweg geführt hat, heute aber in die Fülle gehen kann. Das heißt, heute können die Energien schwingen und du kannst das in die Resonanz bringen, was du schon lange erwartet hast. Und somit öffnet sich für dich auch eine neue Stärke des Annehmens. Also Glück annehmen und verarbeiten ist sehr, sehr wichtig. Seelensphäre an Sarah haben wir mit dabei. Eine Wunde heilt, Sanftheit und Friede sind ab sofort deine Wegbegleiter. Ja, in dieser neuen Woche, der Wegbegleiter ist sehr, sehr gut, wenn die Wunde am Heilen ist. Wieso? Das innere Kind kann somit wirklich abgelöst werden, die Thematik des inneren Kindes. Das innere Kind kann wieder frei sein, kann wieder auch Emotionen zulassen und vergiftet sich nicht selbst. Also Selbstsabotage wird hier jetzt ausgeschlossen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil du viel mehr deinem Herzen folgen kannst. Du kannst auch viel mehr der Stimme deines Herzens folgen, der du schon lange nicht mehr so richtig gefolgt bist. Hier sehen wir, für dich geht es jetzt auch somit in die Heilung deines Herzens allgemein. Und das ist natürlich sehr wichtig, wenn du die neue Liebe empfangen möchtest. Und da haben wir den Atemzug mit der Atmung dabei. Über meinen Atem verbinde ich mich mit dem Strom des Lebens. Ich bin eins mit allem. Und dieses Eins mit allem Sein ist natürlich sehr, sehr gut, weil du erst einmal zu dir selbst verbunden bist, zu deiner Weiblichkeit. Du nimmst dich so an, wie du dich auch fühlst und kannst somit auch ein Resonanzfeld aufbauen, was dir auch authentisch ist. Ja? Wir sehen heute, kommt die Botschaft der Liebe und bringt die Stärke mit sich, die Stärke daran, wieder positiv glauben zu können, die Stärke daran, auch wieder positiv an sich arbeiten zu können und natürlich auch die Stärke daran, seine Lebensgeschichte jetzt positiv, weitsichtig wieder planen zu können. Das ist nämlich etwas, was dir persönlich sehr wichtig ist. Und da kommt Lavron noch mit ins Spiel. Vereinfache dein Leben, indem du Ballast abwirfst. Und das hast du ja getan, sonst wärst du jetzt nicht hier. Dieser Ballast lässt sich natürlich auch auf alte Verträge so noch zurückführen, aber wir sehen heute, es hat auch sehr viel eben mit der Arbeit zu tun. Der größte alte Ballast liegt aber in deinem Herzen. Und wenn du dort bereit bist, dich komplett zu öffnen, dir selbst die größte Ehrlichkeit entgegenzubringen, dann kommt die Stärke zurück und zeigt dir auch auf, warum du so viel Fülle im Leben jetzt haben kannst. Und diese Fülle, die du jetzt haben kannst, die kann dir nur dein Herz schenken oder eben vom Weg des Herzens ausgehen. Und durch das Annehmen und die Atmung, die du hier spürst, kommt zum Ende des Tages natürlich noch der wundervolle Genuss. Ich genieße mein Leben mit allen Sinnen und lade euch alle Wesen aus allen Welten dazu ein. Hier geht es aber gar nicht um die große Feier an sich, sondern deine Seelenwesen, die du sehr, sehr vermisst hast. Diese Positivität in der Liebe, dieses Glauben an das Positive, all das kann heute für dich zurückkommen, wenn du beginnst anzunehmen und zu erkennen, dass die Wunde endlich geheilt wurde.